Schalalala. Uff. Okay, das hätte ich mir anders vorgestellt. Wurde auch langsam Zeit, dass sich jemand um diesen kranken Mistkerl kümmert. Vergiss Steinmanns Schlüssel nicht und mach dich auf den Weg zurück zum Notzugang. Alles ich mach dich auf den Weg zur Rückseite von Port Neptune. Wir schaffen es noch rechtzeitig. Was sagst du? Ich bin da nicht so zuversichtlich. Moment. Verbandskasten. Oh, zwei sogar. Noch einer. Safe. Okay, der schaut leicht aus. Dann verdammt. Bam-badam, und geschafft. Okay, danke. F5. Weil wir so sexy sind. Okay, halt. Wieder eine Spritze. Hin und wieder hätte ich gerne Licht. Okay. Oh. Die Naht hätten wir und fertig. Die Nase ist hervorragend gelungen, Dr. Steinman. Doktor? Wissen Sie, wenn ich Sie jetzt so ansehe, ich habe gar nicht bemerkt, wie in Ihrem Gesicht alles hängt. Skalpell! Wie bitte? Skalpell! Doktor, ein Lifting ist bei ihr nicht vorgesehen. Wir schneiden nur hier ein wenig ein und... Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Holen Sie den Leiter der Chirurgie! Den Chef der Chirurgie! Schnell! Ja! Das nennt man mal einen übereifrigen Arzt haben. Ich lieb das. Wow. Ah, jetzt zum ersten Mal, dass ich irgendwie sowas höre. Okay. Wo? Okay, egal. Jeder hatte seinen Spaß, ich hatte den meinen. Ah genau, ich muss zurück. Wo? Das klingt nicht gut. Wow, wow, Hilfe, was zum... Eine Little Sister, das ist die Gelegenheit für dich an etwas Adam zu kommen. Bouncer, der gibt mir nichts. Okay. Nur du und ich und all das leckere Adam, das ich trinken kann. Dich von ihr fern oder du bekommst die nächste Kugel ab. Hilfe? Ganz ruhig, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Ist schon in Ordnung, Kumpel. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Dr. Tenenbaum hat dafür gesorgt. Bitte tu ihm nicht weh.
hast du kein Herz. Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge. Ohne das Adam, das diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tennenbaum? Hier! Es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir, ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Irgendwie. Okay. Ja, jetzt sind wir halt vor die grundlegende Frage in dem ganzen Spiel gestellt. Sollen wir die Kleine jetzt retten? Oder sollen wir sie ausbeuten? Ich meine, da ist so ein kleines Kind. Wisst's was? Nein! 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 Ich bin ja lieb. 80, Adam, das ist nix. Danke, Mister. Danke. Der Weg der Gerechten ist nicht immer der einfachste, verstehst du? Aber du wirst den Lohn dafür erhalten. Hab Geduld. Mui, ist das süß? Tennenbaum hätte ich zum Nachsehen. Diese Dinger sehen zwar aus wie kleine Mädchen, aber das ist auch schon alles. Um zu überleben, brauchst du so viel Adam, wie du kriegen kannst. Ich weiß. Na, Kissel Alkohol. Wenn du wieder mal auf so einen Gatherers Gartenautomat stößt, nimm auf jeden Fall wieder ein oder zwei Plasmide mit. Aber natürlich nur, wenn der Preis dafür nicht so hoch ist. What the fuck war das gerade? Ah! Da ist der Gatherers Garten. Diese kleinen Mädchen sind nicht nur echte Adam-Fabriken, sie sind auch nahezu unzerstörbar. Sie heilen ihre Wunden, indem sie mit Hilfe von Stammzellreserven neues Gewebe herstellen. Sie unterhalten eine symbiotische Beziehung zu den ihnen implantierten Schnecken. Wenn man die Schnecke entfernt, stirbt der Wirt. Wie du siehst, hat das nichts mit Mord zu tun, sagte Tennenbaum. Es ist eher so, als würde man bei einem Koma-Patienten die Beatmung einstellen. Hey, das ist Krillax. Lustig. Upgrades kaufen. Tom, Körperpanzerung? Eve-Link, Verbandskästen verleihen auch Eve. Gesundheitsupgrade, Eve-Upgrade. Ich kann Ayla das zumindest kaufen, an Eve-Link. Sehr schön. Und eine Körperpanzerung. Statt dem besseren Schlagen. So. Gut, ja. Viel war es gerade nicht, aber mit dem müssen und können wir halt leben. Wie lautet die größte Lüge der Welt? Keine Ahnung. Das Schönste, das der Menschheit je angetan wurde. Die Sklaverei? Was ist das? Der Holocaust? Das? Diktatur? Nein. Das Instrument, mit dem all diese Bosheit erschaffen wurde. Nämlich, was? Der Altruismus. Der Altruismus? Was labert der für ein Scheiß? Nennst du Lendenstück? Du bist nun soweit. Es ist Zeit für dich, es mit einem der Big Daddy zu unternehmen. Es wird kein Zucker schlecken. Wenn du so komm, bekommst du an die Little Sisters an. Und an das Adam, das sie bei sich tragen. Okay. Ich glaube, das bringen wir zusammen. Speichern. Denk dran, es gibt einen knackigen Rundschuss bei den ganzen Maschinen da, wenn du sie mit dem Elektro aufsetzt. Und ich tu dir auch gleich weh. Rumste.
Jawoll! Was heißt du denn, Mr. B? Mr. B. $77 hat er leid. Hey, Madame. Schau, ich hilf dir ja. Ja, ja. Danke. Dummes Kind, du. Egal. Zeit fürs heuer Bettchen, Mr. B. Ach, gute Nacht, du Kleine. Wohin müssen wir jetzt eigentlich wieder? Völlig vergessen, wo wir hin müssen wieder. Ah, stimmt, wir waren im Medical Pavilion. Autsch. Ich muss jetzt wieder durch, glaube ich. Das kennen wir ja wieder. Ich schneid dich auf! Hallo? Wo denn? Da ist er! Ach, ruhig! Ja, ja, ja. Notfallzugangskontrolle. Sicherheitsalarm deaktiviert. Danke für Ihr Verständnis. Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast es geschafft. Du bist rüber nach Port Neptune. Ich freue mich schon drauf, dir die Hand zu schütteln. Ah, sehr schön. Nachdem das mit der Aufnahme und dem Laden nicht gleichzeitig geht, hätte ich gesagt, wir sehen uns in dem Fall beim letzten Mal. Also ich ziehe jetzt noch den Hebel. Und damit werde ich mich auch verabschieden. Also bis dahin. Blödsinn. Bis. Warten. Neptune's Bounty, genau. Zum nächsten Mal. Tschüss.